Ja, guten Morgen. Also, der Zug, den wir führen, der kann noch nicht auf seine Trasse, weil ein anderer Zug die Trasse blockiert. Aber ich denke, das ist... Nein, falsch. Genau. Automatisch, gerne. Dann passt das. Instrumentenbeleuchtung bitte komplett nach vorne. Dann die Zugbremse. Gut. Dann mal sehen, was haben wir für einen. Also, wir haben einen leichten Güterzug, den wir nach Hagen befördern sollen, und dann müssen wir den noch ein wenig auseinanderfriemeln, dass ja, dass die Wagen dann wieder für die Weiterfahrt zusammengestellt werden oder dann von uns geworden sind und dann die weitere Reise antreten können. Und ich meinte, wir sind hier in Wuppertal, wo wir starten. Sicher bin ich mir nicht, weil ich kenne mich in Deutschland so gut wie nicht aus. Gut, ich kenne mich allgemein mit der ganzen Geografie-Gedöns nicht aus. Das ist noch etwas anderes. So, wir rollen mal da ganz sachte nach vorne. Wir brauchen da nicht mit Geschwindigkeiten um uns zu schlagen, weil dann weiß ich zu 100%, dass ich dann wieder durch mein Quatschen und alledem einfach wieder über das Ziel hinausschieße. Und wenn schon klar ist, dass man vor dem Signal halten muss, was hier eigentlich immer wieder der Fall ist, was ich... Ja, das finde ich halt immer so blöd in dem Spiel, dass du dann wirklich auf gewisse Punkte achten musst und das dann halt auch ziemlich, ja, schnell an ein Game Over gehen kann. Und das möchte ich eigentlich nicht. Nein, Notbremse war es eigentlich nicht. Ich war eigentlich eher so, dass ich nur bremsen wollte. Ich habe jetzt gar nicht mehr geachtet, dass... Ja. Das ist ein wenig anderes Bremsverhalten als bei Zügen, wo du wirklich einfach so weit du nach vorne gehst, so weit bremst du dann und wieder nicht. Sondern wenn das halt so... wie hat das in der Einführung geheißen? Was ist das für ein Schaltertyp? Gut. Ja gut, das ist ja schon erreicht. Schnellweg kontaktiert, gemäß Fahrbild. Ja gut, das heißt, eigentlich kann ich dort vorne schon wieder halten. Was bringt mir jetzt ein... Ah, okay. Wahrscheinlich müssen noch die Weichen fertiggestellt werden, damit die Fahrstraße... Entsprechen mir auch die Signalbilder auf okay, darfst du fahren, stellen kann. Daran vorbei und dann sind wir eigentlich auch schon bald auf der Haupttrasse, wo wir dann Richtung Hagen fahren können.
Yep. Und ich beschleunige jetzt nicht allzu schnell, wenn ich noch ein rotes Signal habe. Würde das hier schon auf grün wechseln, dann würde ich beschleunigen, tut es aber nicht. Also weiß ich, okay, ist rot, also muss ich gar nicht erst versuchen, noch schneller zu werden oder noch mehr Gas zu geben, um schneller zu werden, wenn das sowieso schon eigentlich sagt, nein. Gut, hier geht es noch ein wenig nach unten. Stellwerk mal kontaktieren. Abgelehnt. Okay. Ich muss definitiv noch anhalten. Ah, jetzt wurde es doch noch bewilligt. Ein klein wenig. Wahrscheinlich habe ich ihn dran erinnert. Oh, stimmt. Der könnte ja eigentlich jetzt noch die Fahrstraße frei kriegen, damit er losfahren kann. Auch sehr gut, dass somit der Stellwerksmeister ein wenig mitdenkt durch meinen kleinen Seitenhieb, dass ich eigentlich hier schon am Platz bin, ob er mir mal kurz schauen kann, ob die Fahrstraße, die Trasse dementsprechend schon zur Verfügung steht. Gut, jetzt ist sowieso noch 40 wegen Weichenstraße. Jetzt wurde schon grün, also das heißt, der Güterzug, der vorhin durchgefahren ist, der ist jetzt weit genug weg, dass die einzelnen Abschnitte komplett frei liegen, damit ich auch dementsprechend einfach fahren kann und nicht mehr begrenzt werde. Jetzt muss ich einfach noch da über die 40er Weiche mit den Güterwagen. Und wenn das vorbei ist, sollte ich eigentlich die Freigabe haben, auch dementsprechend Geschwindigkeit jetzt aufzubauen. Max-Leistung. Ich glaube, V-Max ist bei der 80. Also, sie könnte 100. Aber Vmax ist wahrscheinlich auf dem normalen Transferweg, also wenn sie auf der Strecke ist, glaube ich 80 maximal, dass sie das erreichen dürfte. Kann auch sein, dass einfach die Güterwagen oder einen bestimmten Güterwagen gelockt ist auf du darfst nicht schneller fahren als 80. Weil manchmal sind ja nicht die Lokomotiven das Problem oder das Gewicht, sondern einfach schlicht und ergreifend, dass irgendein Güterwagen in der ganzen Konstellation einfach nicht die Erlaubnis hat, schneller als 80 zu fahren, was dann halt zum Teil ziemlich doof ist. Das kann ich mir gut vorstellen, aber ich vermute wahrscheinlich in diesem Fall hat einfach diese Lokomotive, wenn sie fährt, einfach die Zulassung, dass sie maximal 80 fahren kann. Und wenn sie als Anhang, also wie ein Wagen fungiert, dann hätte sie die Erlaubnis bis zu 100 gefahren werden zu dürfen. Das kann ich mir vorstellen. Ob so ist, weiß ich nicht. Ich habe das Handbuch dieser Lokomotive nicht gelesen, aber es wäre im Bereich des Möglichen. Weil wir haben ja klar gesehen vorhin, okay, da ist Streckengeschwindigkeit 100 bis 160, meinte ich, oder 120. Und wir kriegen einfach maximal 80. Jetzt muss ich da doch noch ein bisschen Gas geben, damit wir ungefähr die Geschwindigkeit behalten.
Okay, da ist schon wieder gelb. Ach Gott. Wie ich das hasse, wenn man sowieso noch begrenzter die Fahrerlaubnis hat. Dann auch noch extra immer wieder halten muss. Ist natürlich bei Güterzügen noch eher der Fall. Aber dennoch, es ist doof. Abgelehnt. Das wird jetzt Mist, das kam schneller als ich wäre angehalten. Ich wäre nicht drüber hinaus. Ach, Menno. Der Kompressor muss auch wieder rattern, damit wieder der Druck stimmt. Gut. Jetzt haben wir dort vorne noch Rot. Das gefällt mir natürlich wieder nicht. Stellwerk abgelehnt, auf Signalwechsel warten. Boah. Ja, das sind sogar nur einteilige Fahrzeuge bei der Wuppertaler Schwebebahn, die sie hier implementiert haben. Gut. Jetzt ist grün. Dann können wir jetzt auch mal wieder Gas geben. Vollgas nämlich. Ihr seht, Trasse wäre 160, aber wir werden bei 80 gelockt bleiben. Weil das wahrscheinlich einfach die Vmax ist, was diese Rangierlokomotive fahren darf. Alter, und ich weiß nicht, was jetzt gerade mit mir los ist, aber kennt ihr das? Wenn manchmal ihr am Morgen aufsteht, euch absolut energiegeladen fühlt und kaum macht ihr irgendwas, kommt einfach so wie ein mit der Faust ins Gesicht geschlagen, plötzlich wieder die Müdigkeit und ihr denkt so, alter Vater, weshalb bist du dann so motiviert aus dem Bett gestiegen und hast die Energie, das und das und jenes zu machen und dann denkst du dir, okay, machst du doch mit, wenn du so energiegeladen bist, einfach mal einen gemütlichen Tag, nimmst dir mal was auf, machst dir, was dir Freude macht und dann sitzt du, machst du das und plötzlich so könntest du gerade wieder einschlafen und das habe ich jetzt gerade. Auf einmal so plötzlich so, okay, wenn ich jetzt nicht aufpasse, penne ich wirklich, also wortwörtlich, also kann ich jetzt noch normal reden, könnte ich wortwörtlich einfach hier auf der Stelle einschlafen, weil einfach wieder die Müdigkeit kickt. Weil heute Morgen so, ich war gestern verhältnismäßig früh im Bett, so um, ja was war denn das,
6-7 rum, weil ich einfach so, ja, ich war wie mit dem Tag fertig. Ich hatte kein Interesse, irgendwie im Internet zu sein, noch etwas aufzunehmen oder sonst noch was zu machen. Ich war einfach so, ich wollte mich einfach nur hinlegen und, ja, einfach so mal komplett alles mir scheißegal. Ich lege mich ins Bett und fühle mich wohl. Bin dann auch eingeschlafen, verhältnismäßig rasch, weil ich wirklich kein Interesse hatte, irgendwelche Videos zu schauen, sonst irgendwas zu machen. Bin dann eingeschlafen, habe gut und lange geschlafen. Heute Morgen dann aufgestanden, so mit einem sehr seltsamen Traum, muss ich sagen. Sehr seltsam. Und dann so, okay, das war jetzt wirklich den seltsamsten Traum, den ich seit langem hatte. Gut, aufgestanden, fühlte mich gut, habe in der Küche was gemacht, aufgeräumt, Frühstück gemacht, gegessen. Dann habe ich noch Wäsche zusammengelegt und dann hier hin und einfach so, ja, ich fühle mich gut, ich mache so. Dann die erste Aufnahme gemacht mit dem Szenario vorhin und da habe ich schon so einen leichten Hauch gespürt. Aber jetzt bei dem Szenario, so plötzlich mittendrin, ich habe so Probleme, dass ich die Augen offen halten kann. Also ich könnte am besten noch einpennen, aber ich weiß ganz genau wieder, dass wenn ich mich jetzt nach diesem Szenario wieder hinlegen würde, ich im Bett liegen würde und einfach stockwach bin, fit und munter mich fühle, wie sonst was, aber sobald ich mich wieder hier hinsetzen würde und noch das letzte Szenario machen würde, ich genau wieder in der Situation bin wie jetzt, wo ich einfach so, ich rede zwar noch, aber ich mache eigentlich schon die Augen zu und möchte pennen. Und das, also, es passiert ja jetzt nichts, außer dass ich das Szenario vergeige. Aber dennoch, ich weiß nicht, woher das kommt. Also wenn jemand von euch das weiß oder kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich bin manchmal so, Alter, woher kommt das auf einmal, dass man nochmal so einen echten Müdigkeitsschub kriegt? Und ich habe aktuell ja keine Medikation, das schlafanstoßend ist. Und bei meinen Medis, das nehme ich jedes Mal vor dem Schlafen gehen. Also das dürfte alles, was schlafanstoßend ist, ist sowieso dann einerlei und sollte jetzt schon längstens eigentlich nicht mehr am Wirken sein. Aber manchmal habe ich einfach Tage, da kommt plötzlich der Schlaf. Und das hatte ich auch schon, als ich noch auf Arbeit war, dass ich einfach an gewissen Tagen so morgen früh gekommen bin und plötzlich während der Arbeit so echt kämpfen musste, dass ich wach geblieben bin. Irgendwie habe ich es dann schon geschafft, weil es ist nur eine gewisse Phase von 2-3 Stunden, wo ich wirklich so einen Müdigkeitsschub habe. Und wenn ich die überstanden habe, dann werde ich wieder wach und dann passt das. Aber es sind genau einfach dieses Zeitfenster, das einfach so unglaublich reinkickt. Und ich bin einer, der eigentlich vieles verstehen möchte, weil ich ein Mensch bin, der sehr auf Logik im Kopf geeicht ist. Also wenn etwas mir nicht logisch vorkommt, muss mir jemand das erklären, bis es meine Logik akzeptiert oder versteht. Weil wenn ich einfach
das annehmen muss, ja, so und so, dann finde ich das. Hä? Deshalb finde ich zum Beispiel die Sprache Englisch. Ich kann in Englisch denken, ich kann in Englisch lesen und verstehen, aber ich könnte nicht, und das habe ich jetzt, also wenn diese Folge kommt, ist das jetzt ein Monat, anderthalb schon fast her, als ich das Mikro-Let's Play Wennbar gemacht habe. Da hat man richtig gemerkt, wie sehr ich struggle. Ich verstand das Englische, ich konnte es auch im Englischen denken, aber das sinngemäß und wortgemäß zu übersetzen ins Deutsche, hatte ich unglaublich Probleme. Und ich weiß nicht, die einen werden es wahrscheinlich so. Ihr kennt doch sicherlich den Humor, wenn es einfach so peinlich schlecht oder einfach so schmerzhaft ist. Wenn es einfach schmerzhaft ist zum Zusehen, zum Mitkriegen, und durch diesen, durch das Schmerz, also in Anführungszeichen Schmerzhafte, es eigentlich wieder total witzig wird. Und das habe ich das gleiche gehabt, als ich das am Schneiden war. Ich habe das alles in eine Folge gepackt, weil das wirklich so kurz war, aber wunderschön. Und wenn ich zwischendurch mal so ein wenig rumgeskippt habe im Schnittprogramm und mich selber zugehört habe, dachte ich mir so, Alter, das ist wirklich so peinlich painful, aber doch irgendwie so, ja, wenn man selbst sich reinversetzen kann und man selbst weiß, okay, man hat auch diese Probleme, dass man eigentlich kein Problem hat in Realität mit Englisch, also wenn irgendwie ein englisches Spiel ist, einen englischen Text, eine englische Serie oder so, das zu schauen, zu hören oder zu lesen, dann kannst du das, dann verstehst du das und weißt. Aber sobald du dann das übersetzen musst ins Deutsche oder in eine andere Sprache, du plötzlich das, ich verstehe jetzt plötzlich kaum was, was ich da eigentlich gelesen habe, dann liest du das zum Beispiel nochmals im Englisch, verstehst es, aber die Übersetzung im Kopf ist dann einfach so eine Blockade auf einmal. Gut, jetzt ist da wieder ein wenig. Nein. Und das war einfach so. Ich habe mir überlegt, soll ich das wirklich raushauen oder nicht? Und ich habe mich dann schlussendlich dafür entschieden, doch, auch wenn es ja wirklich so painful in the ass ist, habe ich es doch irgendwie, ja, ich fand es witzig, weil ich halt mich selbst verstehen konnte und selbst reinfühlen konnte, dass eigentlich es, wenn du längere Texte liest oder hörst, dass ja nie ein Problem ist, das zu verstehen. Aber wenn es dann plötzlich so an Kleinigkeiten hapert oder einfach so von der Satzkonstellation, von der Satzstellung her, einfach du versuchst, das mal zu übersetzen und merkst einfach grammatikalisch, sind das so zwei unterschiedliche Welten, dass du dann wieder so echt mitfühlen kannst, wie hart das manchmal ist, irgendwas zu übersetzen. Weil das Schlimmste ist, ich weiß nicht, wer von euch in größeren Betrieben oder Industrien arbeitet. Wenn ihr zum Beispiel einen Roboterarm habt, die sind ja meistens chinesisch oder japanischer Herkunft, und die, je nachdem wie alt der Roboterarm ist,
bei meinem letzten Betrieb war das schon ein etwas älteres Modell. Da war die ganze Betriebsanleitung nur in Englisch. Und ich meine, weißt du, normalen Textverständnis, Englisch so für Geschichten, für den Alltag, das kannst du ja noch gut verstehen. Jetzt, wenn du plötzlich Robotik-Themen hast, also so wirklich high-class englische Wortbegriffe, Sachsimpeln, wo du nicht in der Schule, also in der normalen Schule hattest, sondern wahrscheinlich nur dann im Ansatz ein Verständnis dafür kriegst, wenn du wirklich eher so Richtung Programmierer bist, wirklich im Technischen international unterwegs bist, wo halt wirklich das in den meisten Firmen dann die Firmensprache Englisch ist und mit dem tagtäglich zusammen, und plötzlich musst du so als Jungspund den Mitarbeitern das Handbuch von Englisch versuchen zu übersetzen. Natürlich hast du Google-Übersetzer, das geht schon, aber manchmal passt das auch wieder nicht, weil es muss ja dann wieder sinngemäß passen und nicht wortwörtlich. Und oder das war dann schon was anderes. Und vor allem witzig fand ich es dann auch mit den Lernenden, die sagen, ja komm, geh mal her. Und dann haben sie das gelesen und gesagt, was? Und dann habe ich nur gesagt, ja, jetzt siehst du, Berufsenglisch ist total was anderes, als einfach, wenn du casual Englisch aus Videogames oder Filmen hast. Wenn du wirklich berufsspezifische so Anleitungen hast, dann kann das ein so unterschiedliches Englisch sein, mit Wörtern, die du noch nie im Wortschatz hattest oder vielleicht mal hattest, aber es war ein ganz anderes Themenbereich, wo dann du im Kontext mit dem Rest vom Text das verstehen konntest, aber in so einer detaillierten Anleitung wie in einer Roboter, bei einem Roboterarm, ist das natürlich ein ziemlich anderes Fachsimpeln. Nachdem, also wir haben es dann irgendwann geschafft und ich habe dann mal einfach gesagt, du, hey, könntest du mal bei denen anfragen, ob sie mittlerweile eine deutsche Übersetzung haben für das? Und ja, es gab dann eine deutsche Übersetzung, die haben wir dann auch gekriegt, aber damals war das halt noch verhältnismäßig neu, dass man Hagen neben Gleis 113 anhalten in 4,1 Kilometer. Das schaffen wir. Das war nicht vielleicht der Standard. Also vielleicht für ganz große Firmen, die auch ziemlich viele solche Roboterarme kaufen, zum Beispiel in der Autoindustrie. Dort ist es natürlich sinnvoll, aber gut, dort ist es dann auch wieder 50-50. Entweder haben sie eine deutsche Anleitung und wahrscheinlich sind die ganzen Roboterarme warten und pflegen, wahrscheinlich auch so gut im Englisch geschult, dass das auch wieder kein Thema ist. Aber wenn du so eine Firma warst wie wir, wo du da nur einen einzigen hattest an einer Sonderanfertigung bei der Maschine, dann hast du vielleicht nicht immer die Handbücher in Deutsch vorhanden. Und über die Zeit sind dann natürlich auch nicht immer, ja, die gleichen Maschinisten vorhanden. Zwar sind es schon Maschinisten, die jahrzehntelang an der Maschine gearbeitet haben, aber nie spezifisch den Roboterarm warten oder mal was nachschauen müssen.
die haben das immer so mal Pi mal Daumen irgendwie wieder zurechtgerückt und alles. Aber wenn du dann wirklich komplett den eichen musst und das Verständnis, wie wird jetzt der geeicht, dass der stimmt, nur auf Englisch nachlesen kannst, dann ist das was anderes. Weil zuerst probierst du natürlich selber das, bevor du natürlich noch jemanden von dem Hersteller der ganzen Maschine anrufst, der auch den Roboterarm eingekauft hat. Also das ist Abenteuer und ich habe mich wirklich ein wenig zurückversetzt gefühlt in die Zeit, weil ich einfach plötzlich gemerkt habe, okay, eigentlich von der Geschichte her ist es simpel, da versteht man alles, aber wenn ich dann übersetzen muss, was, wie, wo gemeint ist, nein, andersrum. Ein wenig langsamer, nicht schneller, habe ich mich einfach wieder zurückversetzt an die Zeit und ich musste die ganze Zeit schmunzeln, als ich wirklich die Probleme hatte mit dem ganzen Übersetzen, weil sinngemäß verstand ich alles, aber dann im Kopf gewisse Sätze, da hat man richtig gemerkt, so, okay, ich verstehe, was die meinen, aber ich kann das nicht übersetzen. Weil ich einfach versuche, das so getreu wie möglich zu übersetzen, aber einfach mir die Worte fehlen, weil ich nicht das Wort für Wort übersetze, sondern eigentlich eher sinngemäß, weil das oftmals dann besser passt, als wenn man das Wort für Wort macht. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich hoffe mal schon. Gut, jetzt wären wir in Hagen. Von Hagen nach Singen oder Siegen, das war so mitunter die Lieblingsstrecke in Train Simulator. Das habe ich immer geliebt, die Strecke. Aber ich meinte, es war so mitunter eine der ersten, wenn ich mich da nicht komplett täusche, die es in Train Simulator gab, und da fuhr ich mit allem Möglichen hin und her. Gut, jetzt lösen. Dann hätten wir es auch schon mal bis hierhin geschafft. Jetzt müssen wir dann noch die guten Kollegen verteilen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe von der Aufgabenbeschreibung. Nein, das wollte. Natürlich mache ich dann wieder genau den gleichen Fehler. Gut, noch vorziehen. Gut, dann können wir abkuppeln. Natürlich hier. Ist ja auch irgendwie immer fast schon logisch, dass die hier bei so... Ja, sobald die Wagengattung ändert, dann wird das
hast du einen anderen, ja, kommt das Entkumpeln zum Zuge. Guten Morgen! Jetzt auf die hinteren Abstellgleise. Das fand ich immer doof bei Train Simulator. Da waren die ganzen Weichenfelder, die ganzen Abstellgleise zu 90-95% komplett kahl, leer, ohne irgendwelches Leben. Und das finde ich immer in so Simulationen dann einen ziemlichen Negativpunkt. Weil das einfach, ja, schade ist. Man könnte so viele Spielereien machen und einfach auch zeigen, okay, das ist machbar, das ist möglich. Natürlich, man schaut, dass das auch für Systeme, die nicht einen High-End-PC sind, noch verkraften kann. Aber dennoch finde ich es halt immer schade, wenn die dann komplett kahl sind und da halt wirklich nichts, wirklich sich nichts bewegt, sich nirgends was, ja, abgestellt ist, einfach kompletter Kahlschlag ist. Zum Beispiel wie hier, das finde ich einfach, ich weiß nicht, ob es realistisch ist. Das war jetzt knapp. Das war jetzt knapp. Gut. Dann müssen wir jetzt das noch auf die richtigen Gleise abstellen. Oder noch besser so. Ich lieg mal ein. Hier. So. Noch ein wenig vor, noch ein wenig vor. Kann man eigentlich so ein wenig Realismus nachstellen? Ja, müssen noch ein klein bisschen nach vorne. Und dort vorne dann abstellen. Den Leistungshebel mal auf aus. Allzu weit ist es ja nicht mehr. Bam, bam, bam. Gut. Jetzt auf den Kollegen rüber und dann anhalten.
irgendwie da die Gewichte der einzelnen Weichenhebel, die kommen mir manchmal einfach komplett auf der falschen Seite vor. Weil wenn die in die Mitte, also auf die Weiche schauen, dann hätte für mich, nein, nicht Notbremse, oh, ich vergesse das jedes Mal bei dir. Vor allem, wenn ich hier so komplett hier auf dem Wagen stehe, dann vergesse ich das immer wieder, noch eher. Gut. Jetzt können wir dann bremsen. Et voilà. Zwei Wagen abkuppeln. Dann passt das. Ah. Dann einmal noch auf das Nebengleis. Dass die auch noch gut ohne Kran wird das hier eigentlich ziemlich schwer etwas zu beladen, finde ich. Also ich könnte es mir jetzt nicht gerade vorstellen, wie man die Wagen hier belädt. Außer sie müssen einfach auseinandergekuppelt sein. Aber selbst das macht ja wenig Sinn. Nein, das wäre theoretisch schon richtig. Dann setzen wir zurück. Und dann hätten wir die auch noch entfädelt. Einmal geht noch, einer geht noch rein. Gut. Die sind entkuppelt. Und dann können wir nach vorne fahren. Gut, passt. Und dann wahrscheinlich auf ein Abstellgleis. Und dann werden wir soweit durch für das Szenario, meinte ich. Außer wir müssen noch etwas weiteres vorbereiten. Das wüsste ich jetzt nicht auswendig. Aber das sehen wir ja dann gleich.
schöne Lokomotive. Wie findet ihr die Lokomotive? Schön, hässlich, okay? Was ist eure Meinung dazu? Alter. Jetzt habe ich das echt. Abgelehnt, auf Signalwechsel warten. Aber wo ist das Signal? Wahrscheinlich das hier, ne? Das Signal war's. Alter! Ja, das seht ihr. Glaub, nach der Aufnahme gehe ich definitiv doch nochmals kurz ein wenig mich hinlegen oder irgendwas anderes machen, aber noch nicht weiter aufnehmen. Es wäre auch nur noch ein Szenario, aber das dauert dann halt anderthalb Stunden. Und ich denke, das würde dann weniger gut kommen, weil das ist eine ziemliche Rangierarbeit. Und dann wäre theoretisch nochmals eins, aber das wiederum würde ich nicht machen, weil das ist ein freies Spiel. Also das könnte man unendlich theoretisch machen. Und ganz ehrlich, nee, nee. Da machen wir dann lieber mit irgendwas weiter. Wahrscheinlich dann amerikanisch. Ich hatte ja einen lieben Kommentar noch gekriegt von einem Zuschauer, der gefunden hat, probier doch mal die amerikanischen Güterzüge aus, die großen. Okay, ich durfte nochmals nachfragen. Und dann ging es. Genau, dass ich für das Erzählen und gleichzeitig fahren vielleicht mich mal an die amerikanischen großen Güterzugstrecken wagen soll. Weil da hast du dann weniger mit Signalen zu tun, weniger mit Haltestellen zu tun, sondern kannst einfach lange fahren, ohne dass, da musst du nur ein wenig auf die Geschwindigkeit achten. Ich habe ihm dann auch geantwortet, habe mich sehr bedankt und auch hierdurch vielen Dank für deinen lieben Kommentar. Und wie schon im Kommentar erwähnt von mir, einzig den Chauen-Pass, irgendwie so hieß er, das wird an den. Der wird für mich eine kleine Herausforderung sein, weil ich den noch aus Microsoft Train Simulator, von Train Simulator selbst kenne. Und dieser ja für mich immer Endgegner war. Weil da hast du riesengroße Güterzüge mit ziemlich wenig Geschwindigkeit, weil es halt ziemlich steil bergab geht. Und die Güterzüge, bis die mal gebremst haben oder wieder gelöst haben. Oh, ich werde selbst, also den habe ich ja auch hier in Transim World, dieses Add-on. Aber ich werde wahrscheinlich noch nicht, entweder gehe ich dann direkt auf das Schlimmste, weil dann habe ich es hinter mir. Oder ich nehme irgendwas anderes, mal sehen. Gut gemacht, das war's für die Fahrt. Ja, freut mich auch, dass es so gut geklappt hat, mit Ausnahme, dass ich einmal ein Rangiersignal überfahren habe. Aber ich muss sagen, es ist so eine gemütliche Lokomotive, die hier. Also, boah. Am Anfang hatte ich Respekt vor ihr, weil die so kompliziert war.
Also für mich. Aber jetzt nach, ja, wenn man das, nein, das war die falsche Tür. Wenn man das als Let's Play macht, dann hat man doch nochmals einen anderen Bezug dazu und ja, es gefällt mir. Jo. Da hat man sie noch ganz am Ende noch kurz gesehen. Ja, liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, gerne Abo und Däumchen. Wenn nicht, einen lieben Kommentar, was ich besser machen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann noch im letzten Szenario mit dieser Lokomotive. Und dann werde ich mir zum nächsten Szenario schon mal raussuchen, welche amerikanische Güterzug Linie wir uns aussuchen werden und fahren werden. Ich habe im amerikanischen Bereich bei weitem nicht alles, weil mich Amerika am wenigsten interessiert. Aber ich habe dennoch einiges und wir können noch einiges machen. Wenn es euch gefallen hat, vielen Dank. Wenn nicht, wie gesagt, Kommentar. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, habt eine tolle Zeit, habt auch ein fantastisches Wochenende und wir sehen uns im nächsten Szenario. Euer Marvin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.